Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute ist der 30.09.2020. Jetzt geht das Monat wirklich zu Ende, morgen fängt das neu an. Morgen sind wir schon im Oktober. Und das merkt man auch am Tageslicht. Ich bin heute fast die ganze Zeit vor der Tageslichtlampe gesessen. Dadurch fühle ich mich einfach wohler. Und die Depression ist nicht so stark. Mir ging es die letzten Tage nicht besonders gut, weil ich schlecht geträumt hatte und mich das ganz schön lang verfolgt hat. Aber naja. Heute ist keine Assistentin da. Oder war keine da. Weil ich einiges zu erledigen hatte und mich ausschlafen wollte. War halt auch nicht duschen, sondern waschen, weil ich nicht aufstehen wollte. Ich bin total aus dem Schlaf gerissen worden. Und dann habe ich mich geweigert aufzustehen. Aber die Haare sind noch nicht so fett, also geht's eigentlich. Ich habe gestern gar nichts zu meiner Stimmung gesagt, weil ich mir nur ganz kurz Zeit genommen habe. Und das wollte ich heute nachholen. Mir ging es die letzten Tage nicht so gut, wie gesagt. Aber seit ich die Tageslichtlampe wieder jeden Tag einsetze, geht es mir wieder deutlich besser. Man merkt einfach schon wahnsinnig, dass der Herbst kommt und es ist ja schon Herbstbeginn gewesen. Und das merkt man vom Lichteinfall her auch. Und ich merke das sofort mit der Stimmung. Wenn die Lichtverhältnisse nicht so sind wie im Sommer, dann geht's mir einfach nicht so gut. Ich habe am 5. jetzt einen Termin beim Internisten. Zur Kontrolle wegen meinen Blutwerten. Und wegen der Zuckereinstellung. Damit sollten wir das Ganze wieder in den Griff bekommen. Wir müssen jetzt täglich 3-mal Blutdruck messen. Und einfach ganz normal spritzen, wie immer. Und dann bin ich gespannt, was der Arzt über meine Blutwerte und den ganzen Mist sagt. Ich hoffe, dass wir das bald in den Griff bekommen. Sonst gibt's wirklich nicht viel Neues. Am Freitag um 11 oder um 12. Um 12 telefoniere ich mit Kerstin. Und am 13. fahre ich zu Christoph. Wie lange das noch möglich ist, weiß ich nicht. Aber die Corona-Cluster werden immer größer. Niederösterreich ist jetzt auch orange. Und über 10.000 Leute infiziert. Mehr als beim letzten Lockdown. Und deswegen weiß ich nicht, wie lange ich noch zu Christoph fahren kann, ohne mich dabei in zu große Gefahr zu begeben. Ich hoffe, es geht noch eine Weile, aber man wird sehen. Ich fahre jetzt immer noch einmal im Monat und das sollte eigentlich möglich sein, wenn wir Abstand halten. Ich bin heute genau 2 Wochen rauchfrei und fühle mich ganz gut damit. Mein Husten ist weg und mein Geschmackssinn hat sich auch schon verändert. Ich bin, wie gesagt, sehr müde, weil ich gestern sehr schlecht geschlafen habe. Aber ich hoffe, das wird heute besser. Sonst gibt's nicht viel Neues, weil sie einfach nicht so viel tut. Und wann kommt sie näher zu mir? Und, dann wollen wir nach St. Pölten fahren.
Aber mal schauen, wie das Wetter morgen ist. Ja. Na gut. Wieder ein kurzes Video von mir, aber etwas länger als gestern. Ich wünsche euch alles Liebe. Schlaft gut. Gute Nacht. Ciao, eure Ines.